Hallo, liebe Aufzeichnungszuschauer, winke, winke. Ja, ARD und ZDF sind zwar keine Lügenpresse, das ist so ein sogenannter verschwörungstheoretischer Zentralirrtum, und zwar beruht er auf der Sparte der Rechtsanwälte, so nach dem Motto: Alle anderen beschuldigen als Verbrecher, die lügen und so weiter. Und dann kann man sie vor Gericht zerren und oder kann zumindest irgendwelche Kläger dazu bringen, völlig sinnlos vor Gericht zu ziehen, denn Menschen, die sich irren, kann man nie nachweisen, dass sie bewusst lügen. Nein, in ARD und ZDF ist man voll von Irrtümern. Warum? Weil eben seitdem vor 400.000 Jahren das Zeitalter des Tauschhandels begann, man mit Irrtümern mehr Karriere machen konnte, mit bestimmten Irrtümern, mit den sogenannten vorteilbringenden Irrtümern konnte man mehr Karriere machen als ohne. Also wenn man als Journalist so tut, als würde man Wahrheit liefern, aber in Wahrheit die Menschen manipuliert oder mit Irrtümern füttert, die zum Beispiel aus der Quelle der Sparten der Werbekunden stammen, zum Beispiel. Dann macht man große Karriere, weil die Gelder von den großen Werbekunden, ja, weiterhin kräftig fließen. Und bei ARD und ZDF hat man nicht nur die Werbekunden als den einen Faktor, an die sich der Journalist anpassen muss, will er große Karriere machen, sondern er muss sich anpassen auch noch an den Aufsichtsrat. Und da sitzen dann auch noch die großen Parteien als Kunden drin, als Werbekunden quasi, die auch noch eine Leistung erwarten, nämlich die Leistung, dass ARD und ZDF alle Wahrheiten aus der öffentlichen Diskussion heraushalten und nur die Gedanken der Parteien überhaupt zur öffentlichen Diskussion zulassen. Zumindest absolut überwiegend. Und deswegen ist es ja so entscheidend, dass also es gibt nur einen Namen, den wir jetzt nennen können, eigentlich als die Grundlage der letzten Chance zur Weiterentwicklung der Menschheit. Und dieser Name ist Sir Karl Popper. Sein Falsifikationismus ist unsere einzige Chance, und wir sind unseres Wissens die einzigen in der Welt, die den noch ernst nehmen. Hier, also Weltrat der Weisen, the World Council of Wise People, Homepage Next Scientists for Future. Ich gehe mal hier hin, da können Sie das zwar nicht lesen, aber ich kann es Ihnen sagen. Hier steht nextscientistsforfuture.de und dann hier gleich einer der ersten Sätze ist: Sie, ganz egal wer Sie sind, haben Gegenargumente, gegen Fakten, gegen Beweise, gegen unsere Hypothesen und Theorien und sind ganz genauso wie wir faktenbasierte Menschen, also jederzeit bereit, Ihr Weltbild aufgrund neuer Fakten abzuändern. Dann wählen Sie sofort unsere Telefonnummer. Wir rufen Sie spätestens nach 4 Stunden, zurück und beginnen den wechselseitigen Falsifizierungsprozess mit Ihnen. Ja, denn dieser Falsifizierungsprozess dazu, da gibt es doch den Link, den man da anklicken kann. Da steht auch nochmal der schöne Satz, den ich im Internet gefunden habe. Oh, da gehe ich lieber ein bisschen tiefer. Der kritische Rationalismus ist eine von Karl Popper begründete philosophische Weltanschauung. Popper beschreibt ihn als Lebenseinstellung, die zugibt, dass ich mich irren kann, dass du recht haben kannst und dass wir zusammen vielleicht der Wahrheit auf die Spur kommen werden.
Und das ist die einzige sinnvolle menschliche Haltung, die aber in Marktwirtschaft und Kapitalismus völlig untergebuttert wird. Solche Sätze finden Sie bei keinem Universitätsprofessor mehr, außer bei uns, bei unserer Universität, der Weltrat-Universität und so weiter. Nirgends finden Sie diese zentrale Einladung zum wechselseitigen Falsifizierungstalk sozusagen, ja? Und genau diese gesunde, natürliche, menschliche Grundhaltung geht in der sozialen Marktwirtschaft beziehungsweise im Kapitalismus verloren. Und übrig blieb eine Welt der Sekten und Sektiere, die nicht auffordern zum Falsifiziert uns. Und insofern ist es auch so, deswegen gibt es ja auch dieses Wahlbündnis ARD und ZDF, Öffnung für uns sozusagen. Stoppt das Deutschland, das Only One Way, nämlich das Only One Way, wo der große Journalismus eben zwischen den Werbekunden und dem Aufsichtsratmitgliedern zerrieben wird und entweder er denkt genauso wie die Werbekunden und die Aufsichtsratkunden oder seine Karriere wird nichts werden. Na? Und das ist der Grund, und da kommt es zu Evolutionsverläufen, in denen am Ende Markus Lanz in die Kamera lächelt und wirklich ohne rot zu werden, von Wahrheit redet, weil er gar nicht weiß, was das ist, weil er ja sozusagen sowieso sozusagen sowohl den Popperschen Falsifikationismus letztendlich mit Füßen tritt und überhaupt nicht weiß, wie Wahrheitsfindung überhaupt gehen würde, dass sie eben nur so geht, wie das Popper als das eigentliche, den eigentlich gesunden menschlichen Weg beschrieben hat und deswegen auch gar kein Problem darin findet, dass er das genau das Gegenteil davon macht, indem er also quasi nicht fragt, wer kann mit guten Argumenten sagen, dass wir uns alle irren? Dazu wird nie eingeladen, sondern es wird eben eingeladen dazu, wes Brot ich ess, des Lied ich sing. Ich als Markus Lanz glaube sowieso alles, was wie die Werbekunden die Welt sehen und wie der Aufsichtsrat die Welt sieht. Und insofern lade ich also auch nur solch denkende Leute ein. Und dadurch kommt es dann eben genau dazu, dass ARD und ZDF zwar keine Lügenpresse sind und auch überhaupt nicht rot werden, wenn sie von Wahrheit reden, aber sie sind so voll von Irrtümern von oben bis unten, weil eben in der Marktwirtschaft es zwangsläufig zu Irrtümern kommen muss. Diesen einen Satz muss ich noch sagen. Vor 400.000 Jahren, an dem Tag, als der erste Tauschhändler entstand, drehte sich die gesamte Evolutionsrichtung quasi um und lief dann weiter. Einfach eine völlig neue Weiche. Wir sind völlig anders abgebogen sozusagen. Neue Evolutionsrichtung. Wenn du einen Irrtum für Wahrheit hältst, der das Leben der Menschen so zerstört und manipuliert, dass sie am Ende aber kaufen, deine Produkte kaufen, dann hast du gewonnen und dann wirst du wahrscheinlich so clever sein, diesen Irrtum auch beizubehalten, deinen Kindern, deinen Studenten zu lehren an den Universitäten der Zukunft und so weiter. Und dadurch entstand diese Evolution hin zu den Irrtümern überall. Also, liebe ARD und ZDF, es gibt nur noch eine Wahrheitsinstanz in der Welt. Ich vermute, dass sie deswegen Wahrheitsinstanz ist, weil er wirklich die geringste Menge an Irrtümern aufweist in der gesamten Welt. Aber auch wenn er das nicht wäre, auch wenn da noch einige Irrtümer drin wären, es ist die einzige Instanz, wo sie sofort
in eine Talkshow kommen können, wo es um die wechselseitige Falsifizierung geht, also so, ja, Redezeituhr, maximal 7 Leute pro Runde im Moment, wir können auch noch mehr Uhren kaufen, aber sagen wir mal ungefähr bis zu 7 Leuten pro Runde mit einem 5-minütigen Redezeitkonto, und wenn einer einen Satz gesagt hat, den die anderen, jemand anders für ein Irrtum hält, dann sagt er Wechsel 5, das ist seine Nummer, jeder kriegt seine Nummer von 1 bis 7. Und dann läuft sein Zeitkonto runter sozusagen, und er kann erklären, warum das jetzt gerade ein Irrtum war, was der andere geäußert hat. Und dann kann ein anderer rufen, Wechsel 3, und kann dann sagen, na, aber das war auch wieder gerade ein Irrtum, weil und so weiter. Und so kommen wir überhaupt in einen menschlichen Prozess der Wahrheitsfindung in einer Welt, die fast ausschließlich aus Irrtümern besteht, ja. Und das ist der Weg, ja. Und jetzt und es ist leider die Dummheit, die Menschheit zum Unglück verurteilt, ja. Hier, ich zeig das mal, Bilder. Wissenschaftler, wo ist das mit den Bildern? Hier ist das, ja, ich kann das ja mal hier zeigen. Dazu muss ich das wahrscheinlich klein machen erst wieder. Und dann mal hier gucken, ja. Ja, also das heißt, offensichtlich beschäftigen sich viele Wissenschaftler mittlerweile schon mit der Frage, warum wir in den letzten 40.000 Jahren etwa 200 Milliliter unseres Gehirnvolumens verloren haben, warum wir also dümmer geworden sind, primitiver wieder werden, warum wir also quasi eine völlig unerwartbare Evolutionsrichtung eingeschlagen haben. Und es ist ganz klar, der eigentliche Grund liegt darin, dass wir einerseits alle Vergiftungseinflüsse haben, die natürlich ab der Zeugung sozusagen die Gehirnentwicklung beschädigen einerseits. Das mag schon für einige Kubikzentimeter Schwund verantwortlich sein, aber der entscheidende Punkt ist, dass die Sozialspartler ein riesiges Interesse daran haben, dass immer mehr arbeitsunfähige, potenziell arbeitslose, obdachlose, scheiternde Menschen geboren werden, die so kleine Gehirne haben, dass sie gar keine Chance haben auf dem Arbeitsmarkt und so weiter, und dass sie dann also lebenslang Betreuungsfälle für die Sozialspartler bleiben, so dass diese riesige Karrieren machen können. Und dadurch sinkt aber dann natürlich der Intelligenz, der Gehirngrößendurchschnitt und der Intelligenzdurchschnitt besonders der deutschen Bevölkerung stark ab. Und je stärker er absinkt, desto schneller geht unser Land kaputt, ne? Und deswegen 1500, das ist ja auch unsere These, dass wir sagen, so bis vor 40.000 Jahren etwa ging es hoch auf 1500. Hier wird behauptet, vor 100.000 Jahren ist schon der Kipppunkt. Und dann kippt das langsam ab, und dann beschleunigt sich das Ackerbau und Viehzucht dann nochmal drastisch. Also ab diesem großen Tauschhändlererfolg der krankmachenden Ernährungssituation werden wir dann also ganz drastisch schnell dümmer. Ja, das ist also der Punkt. Mal gucken, was wir hier noch haben. Ja, ich habe das ja hier auch schon drin in der Kritzelei. Also unsere These, ja, so circa vor 40.000 Jahren kippt es von 1500 Richtung heute 1300. Wir hatten immer gesagt 1350, also die neueren Zahlen scheinen eher 1300 zu sein. Und wir werden immer weiter degenerieren. Allerdings, das wird eher eine Degeneration sein, die eher, ja, also die krankheitsbedingt eher, werden wir immer mehr dahin schleichen, bis wir alle am Ende am Rollator hinkriechen mit Osteoporose und was auch immer. Ja, aber gehen wir nochmal zurück. Das heißt, also die Dummheit, die immer größer wird,
aufgrund besonders der Sozialspartler und der toxischen Gehirnschädigungen, ne? Gehirnentwicklungsschädigungen. Und die Dummheit verurteilt die Menschheit zum Unglück, so dass sie also nicht erkennt, die Menschheit, dass sie mit dem Weltrat noch eine einzige Chance hat, überhaupt einen Gesprächspartner, wo wir alle noch mal rauskommen könnten aus diesem ganzen Mist. Und das ist nun mal hier nextscientistsforfuture.de, Weltrat der Weisen. Hier da unsere Telefonnummer zum direkt anrufen für die Talkshows. Also Sie sind herzlich eingeladen. Die einzige Instanz der Welt, wo Sie wirklich herzlich eingeladen sind, mal Ihr eigenes Weltbild zu überprüfen, indem Sie uns sagen, wo wir aus Ihrer Sicht sich uns irren. Wir werden Ihnen dann sagen, warum aus unserer Sicht Sie sich irren. Und wenn Sie uns aber gute Fakten bringen, dann werden wir unser Weltbild ändern, denn wir wollen halt wirklich nur wissen, wie die Welt wirklich ist, ja. Ja, also, dann beende ich als erstes die Aufzeichnung.